und es bimmelt weiter hier am Bernsteinsee. Ganz unten am Tümpel auf ganz leichte Köderkombination. Lübt ist schon richtig gut, gerade erst ausgeworfen. Ja, und hier ist gerade schon der 7. Fisch dran. Und der hatte keinen Bock mehr, der ist direkt wieder ausgeschlitzt. Der hat sich gedacht, nee, Alten, jetzt nicht. Wo das Video läuft, da bleibe ich direkt erstmal im Wasser. Also, es fängt aber schon gut an. Ich teste hier gerade eben schön auf Karpfen am Bernsteinsee. Läuft ja gerade ganz wild an verschiedensten Stellen hier unten in der Area, hier in dem Bereich hier oben. Also die altbekannten Spots, was da alles gerade aktuell läuft, auch einfach mal kurz im Discord schauen. Link zum Discord unterm Video oder einfach hier ein bisschen testen, wenn man noch gar nicht so weit ist. Einfach easy peasy oder wenn man mal Bock hat auf hohe Frequenz. Einfach, dass man mal hier schön einen nach dem anderen rausprügelt, vielleicht sogar noch ein paar Prozente macht beim Grundangeln. Oder ja, wie gesagt, einfach Bock hat auf ein bisschen Karpfenkloppen mit etwas höherer Frequenz. Ist ja das, was ich beim Karpfenangeln am liebsten habe. Also gar nicht hier großartig mit viel oder dicken, fetten Boilies, sondern ich bin hier gerne einfach nur mit Mais unterwegs. Habe auch gerade nochmal eine Futtermische zusammengebaut. Ja, und offenbar läuft die Futtermische auch schon richtig gut. Und hier ist eine ganz vernünftige Frequenz drauf. Jetzt kommt hier der nächste. Ja, größentechnisch gehen natürlich auch gerne mal solche Kandidaten rein. Also nicht nur die ganz großen, aber auch große. Also durchaus Karpfen bis, ich sag mal so, um die 15 Kilo herum. Das heißt eben, gerade wenn man hier mit einem kleineren Setup unterwegs ist oder vielleicht noch nicht so große Rollen hat, dann ist das natürlich gerade richtig praktisch, wenn man dann hier an der Stelle einfach steht und die kleinen Brocken rauszieht. Und das Schöne ist, die kommen an dem Tümpel ja hier nicht so wirklich weg, ne? Also auch hier Riesenvorteil, wenn man hier, wie gesagt, mit so einem 14-15 Kilo Setup noch steht, lübt das ganz gut. Ja, es zuppelt weiter, es zuppelt weiter. Jetzt bin ich 7 Minuten hier und es ist der 8. Fisch dran. Jetzt kommt gerade der 9. Das ist immer das beste Zeichen, was man haben kann. Mehr Fisch als gefangene Minuten oder mehr gefangener Fisch als vergangene Minuten. So rum ist besser. Und ja, dann lübt das und so kann man dann auch mal so ein Wettangeln zum Beispiel bestreiten und einfach mal schön hier in der Stunde 300 Kilo Karpfen rauskloppen oder sowas. Funktioniert mit solchen Spots dann natürlich immer ganz gut. Futtermische gucken wir uns gleich an. Setup ist relativ simpel zusammengebaut. Einfach alles komplett, wie man es halt kennt. Karpfenrute, ja, das gesamte Setup jetzt gerade hier ein bisschen größer aufgebaut. Ich habe mein verschlissenes Ledcore genommen. Verschleiß auf dem Ledcore-Verschleiß auf dem Vorfach. Kommt mir gerade ganz gelegen, denn meine Routen haben auch schon mächtig Verschleiß. Und weil das so ist, da muss man halt immer auch ein bisschen drauf achten, wenn man die Routen hier lange Zeit verwendet, dann verlieren die natürlich auch Tragfähigkeit. Und ja, wenn wir Tragfähigkeit verlieren, dann brechen die natürlich eher, ne? Das heißt, wenn wir hier kontinuierlich auf unseren 39 Kilo Ruten immer hier schön mit 36 Kilo Setup unterwegs sind, hier im Idealfall die Schnur auch noch so dick gewählt, dann kann das natürlich schon mal tricky enden, wenn man da aus Versehen mal fettfingert und man hat einen großen Fisch dran. Ja, aber im Idealfall geht man hier einfach ja ganz locker flockig rein, ohne viel Stress. Macht auch hier nicht die Bremsen so hoch. Man will ja auch die Karpfen hier nicht so schnell rausprügeln, sondern lässt den Karpfen auch mal ein bisschen Zeit abzuziehen. Ich mache jetzt hier bei dem Setup in der Regel die Bremse selten über 20, dass man hier eben die Fische nicht so ganz brutal immer raushaut. So, Futtermische nehme ich hier auch nochmal ab. Wir gucken aber gleich nochmal rein in die Futtermische. Apropos, ich habe jetzt hier gerade nochmal Futtermische ins PVA getan. Ihr könnt das aber auch in Bällchenform verwenden oder natürlich mit der Futterrakete oder. Also hier auf 15 Meter. 15 Meter ist natürlich keine Entfernung und von daher gar kein Problem, das einfach auch so von Hand auszuwerfen. Ihr seht, es lübt, es zuppelt und so weiter. Es will einfach hier, die Fische wollen einfach raus. Einser Haken und alles nur auf Mais. Pop-up Rig Mais ist hier das Ganze. So.
Und jetzt wieder reinziehen, auch nicht mit Shift, sondern ganz normal, ganz locker. Ich teste ja hier auch immer noch weiter mit der dicken, fetten Rolle, mit der Goliath. Da kommt jetzt diese Woche Freitag das Video zur Goliath, kommt raus hier auf YouTube. Einmal so ein Überblick, was die Rolle denn so kann und was so der Einsatzbereich von der Rolle am besten ist. Ja, und ich teste sie natürlich auch beim Karpfenangeln, wobei das natürlich ja, Kinderkram ist. Ne? Also die Rolle ist dafür deutlich zu groß, absolut überdimensioniert. Ich gucke einfach mal auch, wie das so von den Verschleißwerten ist. Ja, vom Setup her hatte ich gerade schon gezeigt, das ist hier das Große und Ganze. Ich bin hier relativ ja, normal wie auf Karpfen halt immer aus. Ne? Einser Haken reicht da komplett aus. Ihr könnt auch mal testen, ruhig mit dem Vierer Haken hatte ich zuletzt auch nochmal gemacht. Ging auch richtig gut. Einfach wenn man da auf Frequenz aus ist, läuft das auch mit einem kleineren Haken richtig top. Dann eben hier nur auf Mais und zwar komplett auf Kaviar, Kaviar Dip mit, wie gesagt, der Futtermische. Die haben wir jetzt hier dran. Und ich würde sagen, wir ziehen hier jetzt nochmal eben den Fisch raus. Und gucken danach nochmal in die Futtermische rein, was wir denn da jetzt drin haben. Das Ganze natürlich angepasst auf den Köder. Na komm. So, die Rutenspitze geht schön runter. Und dann können wir hier auch reinziehen. Auch hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Jetzt gerade mit diesem Riesengerät. Das kurbelt so schnell, ne? Und da ist schon der nächste wieder dran. Wahnsinn. So soll das. So soll das und gerne sogar noch mehr. Na komm, wir machen jetzt hier mal eben die Futtermische ab, bevor der hier rangeht. So, also, das ist das PVA, beziehungsweise einfach die Futtermische, die man, wie gerade gesagt, in Bällchenform oder einfach so als Trockenmische mit der Rakete ausbringen kann. Erbsenbasis und dann haben wir Kaviar, Kaviar, jeweils die großen Feedpellets drin. Und dann habe ich hier Mais drin und Amino. Amino einfach noch so als Geschmacksverstärker, als Booster sozusagen. Mais, weil wir hier alles auf Mais basiert haben. Man könnte vielleicht auch eine Maisbasis nehmen, anstatt Erbsenbasis. Durchaus eine Möglichkeit. Und dann hier das Ganze mit schwarzen Kaviar-Soße abgebunden und raus damit. So, die Futtermische, die kommt aber jetzt auch raus. Ich glaube, ich habe jetzt schon 12, 13 Mal ausgeworfen damit. Ja, 13. Fisch ist im Kescher, dann passt das doch. Und das reicht also hier. Insgesamt sind das jetzt also 20 Bällchen, wenn man das jetzt so hochrechnet. Oder? Nee, schon mehr. 25 Bällchen ungefähr habe ich draußen. Reicht also völlig. So viel muss man gar nicht haben. Damit ist der Spot jetzt erstmal aktiv und dann werde ich... na, ich denke mal so, vielleicht in Richtung Abendstunden noch ein, zweimal werfen und dann erst wieder in der Nacht, so morgens um 4 Uhr, bevor es dann wieder hell wird. Ja, so, gucke mal da, 13 Minuten jetzt hier zu Gange und 14 Fische, also immer noch alles im Rahmen, kann man machen. So, wir gucken mal eben rein. Also, ist ein ganz bekannter Spot, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Super praktisch gelegen hier in der City. Wenn einem was fehlt, dann kann man nochmal eben schnell hier zum Shop und kurz was holen. Ja, aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass die Aromatik gut funktioniert. Ja. Das heißt, man kann hier ja, in 15 Minuten 120 Silber gemacht. Ist äußerst angenehm und das dann auch mit Ködern, die super günstig sind. Nur Maiskorn, nur mit Dip. Auch wenn ihr gar keine Futtermische herstellen könnt, erstmal damit nur testen. Funktioniert häufig auch ganz gut. Also einfach nur raus damit und mal ein bisschen probieren. Zack, da bimmelt es schon mal wieder los. Oder einfach mit ganz normaler Standard-Karpfen-Futtermische testen. Auch das durchaus möglich. So, komm ran hier. Ich teste gleich nochmal ein bisschen was anderes. Ich werde gleich vielleicht nochmal ein bisschen andere Boilies vielleicht rumprobieren, wenn die Frequenz jetzt so gut ist. Dann kann man ja auch mal ein bisschen auf was Großes testen. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, dass hier ein bisschen was Größeres reingeht, auch einfach mal vielleicht ein oder zwei Routen auf groß und dann mit einer Route hier die Action haben. Auch die Möglichkeit ist natürlich da, dann einfach zu sagen, okay, ich will ein bisschen weniger Frequenz, aber dafür die dickeren Brocken haben. So, nicht lang schnacken, Route auspacken, Karpfen rausziehen,
Petri-Lümmels. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.